Die Diakonie Nord-Nordost erweitert mit einem Neubau ihr Angebot für Seniorinnen und Senioren in Kühlungsborn. In direkter Strandnähe entstehen seit November vergangenen Jahres eine Tagespflegeeinrichtung und seniorengerechte Wohnungen. Im Frühjahr 2024 soll alles fertiggestellt sein. Damit wird auf den steigenden Bedarf an Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten für Menschen im Alter reagiert. Die neue Tagespflegeeinrichtung wird 20 Plätze anbieten. Für die 17 Zweizimmerwohnungen zwischen 48 und 77 Quadratmetern werden bereits die Vorverträge mit den zukünftigen Mietern geschlossen. Pro Quadratmeter sollen die Mieten ab 17 Euro kosten. Nähere Auskünfte können auf der Internetplattform www.diakoniewerk-gvm.de eingeholt werden.